Wir kennen das Leben nicht. Wie sollen wir den Tod kennen? Man trifft selten auf einen Menschen, der den Tod kennt. Wo sind wir? Alles ist zu dunkel hier. Es ist Nacht. Die meisten trifft der Tod unerwartet. Sie begegnen ihm mit unwissender Vertrautheit. Mit anderen Worten, die Menschen sterben einfach, weil es unvermeidlich ist. Wieder zusammenbauen. Ich weiß, das verstehst du jetzt nicht. Aber wenn man tot ist, ist man tot. Tot ist für immer. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, mein Sohn. Das war der Sensenmann. Seien Sie vorsichtig. Bist du wirklich ganz sicher? Gibt's keine Rettung? Ich könnte dir deine Überlebenschancen ausrechnen. Gegen dieses Ding haben deine Gedanken keine Kraft. Als wenn ein Zwerg einen Berg stürmen will. Sei was? Hört sie gut zu, hier sind ihre Instruktionen. Deine Gedanken müssen sich gegen sich selbst wehren und gegen jeden anderen Gedanken. Die müssen gegen sich selbst kämpfen, alles hassen, dem Wahnsinn verfallen. Wahnsinn! Und nur dann hast du eine Möglichkeit, eine winzige Chance, das Ding zu vernichten. Aber damit vernichtest du dich gleichzeitig selbst. Lieber noch das, als dass ich meine Freiheit verliere. Sie wollen uns doch nicht etwa direkt mit diesem Monster konfrontieren. Naja, Versuch macht klug. Ich halte das für ziemlich aussichtslos. Aber ich werde es versuchen. Ihre Überlebenschance beträgt weniger als 0,04%. Früher oder später werde ich mich zum Kampf stellen müssen. Dann will ich es lieber gleich hinter mich bringen. Du besitzt keine Macht über meine unendliche Kraft. Es geht los.